Savitzer to his right. Brandt will take it all alone and score. Perfectly placed by Julian Brandt. Hi, ich bin Julian Brandt aus Dortmund und das ist Teamkollegen in einem Wort. Beschreibe Jadon Sancho in einem Wort. Skill. Jadon ist einfach für mich Skill in Person. Also was der mit dem Fuß machen kann, ist unglaublich. Niklas Füllkrug in einem Wort. Haarig. Der hat ganz viel Körperhaar. Der ist ein ganz haariger Typ. Ian Marzen. Ich komme nur auf zwei Wörter die ganze Zeit, deswegen ist es immer ein bisschen, für mich ist so, Ian Madsen ist für mich so Rising Star. Also so, ja, ist glaube ich so der nächste, gerade auf seiner Position, für mich so dieser nächste aufkommende Stern. Er hat einfach einen extremen Speed und lebt für Fußball, ist fleißig, hat ein gutes Mindset. Beschreibe Mats Hummels in einem Wort. Die Frage ist, nehme ich die seriöse Schiene oder nehme ich die, wenn ich seriös antworten würde, würde ich sagen, Legend, also ist einfach, der hat jetzt glaube ich sein 500. Spiel für Dortmund gemacht, Unfassbares in seiner Karriere auch erreicht und spielt auf in dem Alter, auf dem Niveau, wie er jetzt gerade in der Champions League, aber auch in der Bundesliga spielt. Muss man schon den Hut vorziehen. Wenn ich ein bisschen das Seriöse ablegen würde, würde ich sagen bockig. Der ist, also der Typ kann so bockig sein und so oft so wie so ein kleines Kind und sowas. Das ist dann auch wieder, das ist so die andere Seite, die dann Mats manchmal hat im Training. Und wenn man mit ihm diskutiert, ist es keine gute Idee, mit ihm zu diskutieren. Marcel Sabitzer. Allrounder, würde ich sagen. So ist überall. Alles. Der ist überall auf dem Platz. Überall. Momentan hat auch ein super Spiel gemacht gegen Atletico, muss man dabei immer noch sagen. Aber nee, ist hinten, vorne, Mittelfeld. Der Typ läuft ohne Ende. Und Nico Schlotterbeck in einem Wort. Er ist eine Knalltüte. Und ein Laberkopf. Der ist nur am Quatschen den ganzen Tag. Sensationeller Innenverteidiger tatsächlich, muss ich sagen. Ich spiele sehr, sehr gerne mit ihm zusammen, weil er sehr ehrgeizig ist. Aber der Typ labert den ganzen Tag. Den kriegst du nicht ruhig gestellt. Aber tatsächlich, also wenn man mich fragen würde, so in den 10 Jahren, wo ich jetzt im Profifußball bin, ist Schlotti schon einer derjenigen, mit denen ich am liebsten zusammenspiele.